So, ich würde mal sagen, wir geben uns einfach mal diesen kurzen Ausschnitt vom Interview, der geht 3 Minuten, hier 16 Jahre Altersunterschied, wie UFO und Datalove voneinander profitieren. Ich habe irgendwo gesehen, dass UFO jetzt ein Interview gehabt hat, es geht so 35 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob das auch auf hiphop.de war. Hier ist jetzt so ein 3-Minuten-Ausschnitt, ich würde mal sagen, wir geben uns den kurz. Und ja. Schreibt mal eure Meinung zu Datalove in die Kommentare, wie ihr sein neues Lied findet. Ich feier's, also kann man sich echt gut geben. Das Musikvideo ist auch komplett am Arsch. Ich würde sagen, wir gehen uns kurz das Interview. Was natürlich ein großer Einschnitt in deiner Karriere, den du vorhin angesprochen hast, das Label, was jetzt tatsächlich nach vielen Jahren, ich meine, es wäre ja jetzt kein neues Label. Er sitzt einfach oberkörperfrei dort. Juckt ihn nicht. Der Junge hat's geschafft. Das führt jetzt schon einige Jahre, seit ich bin drei Berliner, glaube ich. Ja. Jetzt zum ersten Mal ein Signing am Start hat. Ich hatte die ganze Zeit auch das Gefühl, oder beziehungsweise anders gesagt, nicht das Gefühl, dass man auf Signings wartet, weil ich es mehr so verstanden habe, wie du machst einfach dein Ding und du hast nicht ein Label, um jetzt Amok Leute zu sein. Jetzt ist es doch passiert tatsächlich. Datalove, der Junge, den wir den die Leute noch Datalove nennen, ruf ihn mal kurz. Ist er hier? Ja. Du hast einen 15-Jährigen gesigned. Ja, du hast auch erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt, über Instagram und so weiter. Ja. Vielleicht sagst du ganz kurz. Jo, ja. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, wie ist die Dynamik bei euch? Wie ist das Gefühl, wie ist es jetzt, einen Künstler unter den Fittichen zu haben und mit ihm zu arbeiten? Bro, inspirierend an erster Stelle. Jo, Alter, gebt euch das mal, wie viel Schmuck der Junge am Start hat. Hier mal eine, ja, keine Ahnung, 50.000 Euro Rolex. Der ganze Schmuck hier am Hals, 200.000 oder so. Krank. Inspirierend an erster Stelle. Ah, geil. So, wie gesagt, ich bin schon 31, er ist 15, Digga, und wir machen zusammen Mucke. Es ist schon, du weißt, was ich meine? Ja. An erster Stelle inspiriert, Digga, und... Datalove, Alter, so ein Killer. Der Typ ist einfach Feierabend. Irgendwie wurde es auch Zeit. Mhm. Ich habe mir vieles reingezogen, viele so Instagram, Traffic, ich immer noch, Digga, ich krieg so Nachrichten, glaub mir, ich bin der krasseste, ich renn, denk mir, Digga, warum sagst du das? Schick mir den Song so, okay. Er war so entspannt, Digga, hat mir einfach den Song geschickt, meinte, ey, wäre cool, wenn du mal reinhören kannst, so. Ja, Mann, und dann hab ich direkt gefühlt, gefeiert, so, dann hat er mir noch mehr Skizzen geschickt, und, ja. Ja. Ja, Mann. Es ist auch irgendwie krass, dass du jetzt auf einer Hook einfach reingekommen bist auf der Ding, weil die Leute haben gewartet, okay, wer ist der, wann können wir ihn hören und so weiter. Und der erste Vorgeschmack ist einfach die Hook auf dem vielleicht erfolgreichsten Ding der Platte, Shot. Ich glaube, so wie der performt, ist er auf jeden Fall ein riesen Hit geworden und du hast ihm dir gegeben, die Hook einfach zu machen auf dem Ding und keinen Part, warum die überlegen. Einfach ein bisschen anzuteasern und nicht zu viel zu geben. Die Hook war einfach ein Hit, so. Ja. So. Da habe ich nicht viel überlebt. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich das Ding für mein Album nutzen darf. So, hat es krass gemacht. Er hat auch bei den anderen Songs viel mitgewirkt. Was man jetzt nicht so direkt weiß, aber er war oft im Studio dabei. Er hat mir oft auch so Skizzen, Ideen geschickt und bla. Und er hat auf jeden Fall mitgewirkt. So, nach dem Delfin kommt Data als wichtigste Person auf dem Album. Für mich, weißt du, was ich meine? Nice, das war auch nochmal so, okay, ey, so, er ist jetzt dazu gekommen. Das muss man noch hören. Das hört man noch raus, wenn man ihn jetzt seine neuen Sachen oder die Sachen, die von ihm kommen, dann kennt. Weiß man noch, merkt man auch, ob jetzt bei Next oder Richard. Was ich übertrieben feiere eigentlich, wenn die im normalen Zustand sind, ihr wisst, was ich meine, UFO oder Capi oder so, dass die auch einfach gescheite Interviews geben können. Ich meine, guck mal, wie der sich hier argumentiert, also ganz normal, wie wir auch. Ja, die meiste Zeit sind die halt drauf, deswegen sind die so, so crazy in ihren Insta-Stories oder so. Aber eigentlich sind die ganz cool, ich höre. Oder weißt du, so ein paar Tracks, die einfach dabei waren und ich habe eine Idee, war gar so, weißt du, wir haben einfach zusammen Mucke gemacht, so. Und das wäre schon für sein Album. Also den Data-Einfluss auf Wave, den erkennt man vielleicht eher im Laufe der Geschichte. Ja, weil man seine Sachen natürlich nicht kennt, so, weiß man es nicht direkt so, aber so wird es wahrscheinlich auch umgekehrt sein in sein Album. Also, was ich damit meine, gebt euch mal zum Beispiel das neue Video von Mois mit Capi und Samra, dieses Software-Spiel, okay. Der Typ ist ja komplett drauf. Ist schon unprofessionell und so, auch gegenüber Mois. Ja, ich weiß nicht. Das Video habe ich nicht so gefühlt, weil der war komplett weg. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn die einfach solche Sachen einfach normal machen, wie hier so ein Interview,
Kommt übertrieben nice. Ja. Also das, was ich meinte, an erster Stelle war es inspirieren. Stellen für beide Seiten so und im Endeffekt ist nicht viel nachzudenken. Und wie gesagt, wir machen natürlich. Ja, also hier, wie gesagt, das 36 Minuten Video, Interview. Interview über Wave, Karriereende, Lebenswandel, Data Love und Future. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich hatte keine Zeit dazu, aber ich werde es mir auch noch geben. Eventuell schauen wir uns das Ganze sogar zusammen an, mal schauen, ob die Zeit reicht. Wie gesagt, geil. Ich feiere Data Love, UFO sowieso. Ist schon geil, dass die sich gegenseitig so pushen können und sich gegenseitig Ideen geben und so, feiere ich.